Ich begrüße euch zu einem neuen Rätsel. Diesmal verschlägt uns unsere Rätselreise tief in den Wald. Wir haben hier vor uns einen Baumstamm. Dieser Baumstamm hat eine Länge von 5 Metern und auf diesem Baumstamm, da tummeln sich einige Ameisen. So, zum Beispiel haben wir hier eine Ameise und die läuft in eine Richtung, die ist komplett zufällig und dann hätten wir hier noch eine Ameise. Und noch eine weitere Ameise. So. Und dann gibt es auch noch eine rote Ameise. Diese rote Ameise, die wird später wichtig. Und vielleicht hier noch eine weitere Ameise, weil Ameisen so toll sind. Und außerdem leben die Ameisen ja immer in großen Staaten zusammen. Und dann hätten wir hier auch noch eine Ameise. Und weil wir so lustig sind, gibt es noch eine Ameise. In diese Richtung. So, jetzt haben wir insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ameisen. Auch wenn die letzte Ameise hier nicht ganz so gelungen ist. So, also diese 8 Ameisen sind jetzt bereit, also mögen die Spiele beginnen. Und wie funktionieren die Spiele? Unsere Ameisen bewegen sich mit einem Meter pro Minute. Vollkommen zufällig in eine zufällige Richtung. Und jedes Mal, wenn sie aufeinandertreffen, also diese beiden Ameisen zum Beispiel hier, dann gehen sie in entgegengesetzter Richtung weiter. Alle Ameisen, wie gesagt, mit einem Meter pro Minute. Wie die Ameisen angeordnet sind, also wo unsere rote Ameise positioniert ist, ist vollkommen egal, spielt gar keine Rolle. Und die Anfangssituation, in welche Richtung sie laufen, auch. Was man noch beachten sollte, dass wenn eine Ameise hier am Rande ankommt, dann fällt sie herunter und ist aus dem Spiel. Und die Frage ist jetzt, wie lange kann hier unsere rote Ameise höchstens ja, auf dem Ast bleiben? Das Rätsel ist nicht ganz einfach, aber wenn man sich ein paar Gedanken macht, dann ist das lösbar. Man braucht da jetzt keine großartigen mathematischen Rechnungen. Man kommt da wirklich mit viel, viel logischem Denken, kommt man drauf. Ich wünsche euch viel Spaß beim Rätseln und wenn euch diese Art von Rätsel gefällt, dann gebt dem Video einen Daumen hoch, besucht meinen Kanal und dann hören wir uns bald wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao.